Okay, es wird jetzt zunehmend unentspannt. Wir haben jetzt einen, der ist schwer krank. Wir haben einen neuen Amputierten. Und wir haben auch wieder ein paar Kranke dazu bekommen. Die hier wollen irgendwas von uns. Da gucken wir mal, was die wollen. Verlust eines Körperteils. Es ist so kalt hier draußen, dass die Leute Frostbeulen kriegen. Hallo und herzlich willkommen zu Frostpunk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr mögt es kalt. Heute, beziehungsweise gleich heute. Ja, wir haben schon den nächsten Tag. Heute wird es richtig, richtig kalt werden. Gleich geht es auf minus 100 Grad runter. Das kennen wir ja schon. Und dabei wird es aber nicht bleiben. Danach kommt die nächste Stufe mit nochmal zwei Stufen, also minus 120 Grad. Super crazy. Aber momentan sind wir noch in der Vorbereitungsphase. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Die Leute schlafen sich nochmal ordentlich aus. Mal gucken, ob die bei den Temperaturen dann noch gut schlafen können. Wahrscheinlich nicht. Wir können jetzt theoretisch die Dampfstufe langsam anheben. Das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Und dann, das sind jetzt, ja, es geht um drei Stufen runter, also möglicherweise reicht es auch, den Overdrive einzuschalten und wir können die Dampfstufe erstmal lassen. Das werden wir mal ausprobieren. Mal gucken, wie es dann aussieht. Das könnte theoretisch knapp aufgehen. Wir haben jetzt hier, gut, die Gebäude sind schon kalt. Die sind aber tagsüber geheizt. Da müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Schauen wir mal. Die Häuser sind so schön flauschig warm, also das ist echt traurig, dass die anderen Gebäude so kalt sind. Also, aber ich glaube, der Misch zählt auch so ein bisschen. Also wenn die Gebäude hier richtig heiß sind, dann ist es nicht so schlimm, wenn es hier draußen ein bisschen kalt ist. Wir haben jetzt im Moment 6 Kranke, also das geht noch, aber das sollten auch nicht mehr werden. Das werden wir wahrscheinlich dann ausstellen. Wir haben jetzt ein bisschen Holz. Ich glaube, wir brauchen die Holzverarbeitung jetzt dann gleich nicht mehr. Die hat einfach nicht genug Priorität, als dass wir die da die ganze Zeit beheizen würden. Okidoki. In 2 Stunden ist es soweit. Die stehen schon alle auf und beklagen sich wieder, weil wenig Hoffnung und wissen nicht so recht, warum sie hier noch weitermachen sollen. Aber der Überlebenskampf zählt. Wir wollen überleben, darum geht's. Alles andere ist nicht wichtig. Wir machen sofort den Overdrive an. Gucken uns die Temperaturen an. Minus 90 und minus 99, minus 100 Grad. Die sind jetzt alle kalt, also wir sollten auch die Dampfstufe erhöhen, damit es hier dann wieder wärmer wird. Sehr kalt geht gar nicht, das darf nicht sein. Die Gebäude sind alle erträglich, also wunderbar. Speisehaus ist kalt. Okay. Jetzt ist es erst vorbei und der negative Effekt ist vorbei. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier wieder die Stufe runterdrehen auf 2. Wir brauchen nicht so viel. Und wir können auch die Dampfzentren runterdrehen. Ich weiß nicht, ob wir das hier runterdrehen können. Müssen wir mal gucken. Sieht nicht so aus. Wir müssten das wieder hochdrehen. Das brauchen wir für diese Anlage, für die Sammelstelle. Die können wir nicht mehr nutzen. Die Jäger machen jetzt nichts in den 2 Tagen. Das heißt, die nehmen wir da mal raus. Und ich glaube, das können wir auch verkleinern. Jawohl. Das ist, glaube ich, schon klein. Jawohl. Läuft mit Stufe 1. Das ist sowieso nicht aktiviert aktuell. Das können wir uns mal überlegen, ob wir das jetzt aktivieren. Ob das, ja, ob sich das lohnt, das zu aktivieren. Das kostet natürlich dann auch wieder Ressourcen, aber es bringt auch wieder Ressourcen ein. Also das ist dann so die Frage. Machen wir das mal aus? Kalt. Okay, dann lassen wir es. Wir machen das trotzdem aus. Sammelstelle. Kühl. Das Ding ist kühl. Ich denke, wir lassen das laufen. Müssen mal gucken, wie sich die Kohle, wie sich der Kohleverbrauch jetzt macht. Das können wir für einen Moment. Das ist kalt. Das ist kalt, obwohl es beheizt ist. Also fragt mich nicht. Das machen wir dann auch einfach kurz aus. Und sparen so ein bisschen Kohle. Okay, wir sind im positiven Bereich. Sollten wir aber auch sein. Ich möchte ganz gerne den Speicher noch vollkriegen, wenn es geht. Wir haben jetzt 20 Leute. Das lohnt sich nicht wirklich. Also für 20 Leute das hier aufzumachen, weiß ich nicht recht, ob sich das lohnt. Wenn wir das aktivieren würden. Auf Stufe 1. Dann
müssten wir den Kohlegenerator wahrscheinlich beheizen. Nee, müssten wir nicht. Okay, müssen wir nicht. Das heißt, wir setzen hier jetzt einfach mal 10 Leute rein. Und in die Sammelstelle auch. Und dann lassen wir die einfach schon mal anfangen. Ich denke, das wird sich rentieren. Das Ding braucht nicht so viel Kohle, dieses Dampfzentrum. Das wird sich schon lohnen. Gut. Läuft. Wir haben immer noch 6 Kranke. Unzufriedenheit steigt so minimal. Wow, die qualmen hier alles voll. Unglaublich. Die Kohle. Kohlequalm. Wir könnten jetzt die Holzfabrik noch ausstellen, theoretisch. Das machen wir, glaube ich, bei minus 120 Grad dann. Ansonsten sollte alles passen. Die Hoffnung geht langsam hoch. Also da bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Das kann so bleiben. Oh. Können wir vielleicht noch was erforschen? Ach, da wird schon geforscht, ne? Gut, lassen wir die mal machen. Die sind hier im Erforschen der Effizienz der Kohleminen und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das sollen die mal machen. Der steht auf Stufe 2. Kostet natürlich viel Kohle. Wir können noch mal gucken, was da was kostet. Der Generator braucht jetzt über 900. Dampfzentren knapp 800. Und Heizkörper sind super günstig. Da haben wir nicht viele am Laufen. Das Dampfzentrum hier heizt natürlich ordentlich Kohle weg. Auch wenn es hier nicht direkt steht. Man kann das aber nachschauen. Bei, auch irgendwo bei Wirtschaft, ne? Beim Kohleverbrauch. Moment. Arbeitskräfte, täglicher Gewinn. Plus, minus. Das ist alles. Also man kann eigentlich alles nachschauen, theoretisch. Also wir können hier im Verbrauch nachschauen und das auch nach dem Gewinn sortieren. Wir können zum Beispiel gucken, wo wir am meisten Kohle herkriegen. Wir sehen, die Kohleminen hier arbeiten gerade sehr gut mit 120% durch das neue Upgrade, was wir gerade erforscht haben. Wunderbar. Das ist doch mal schön. Mit 331, die Sammelstellen sind fast genauso gut. Die arbeiten eigentlich auch mit 110% meistens. Tun sie jetzt gerade nicht mehr. Okay. Aber das sind auf jeden Fall die Einkommensquellen. Und wenn wir auf den Generator gehen, können wir hier auch bei Verbrauch gucken und uns anschauen, was die Dampfzentren zum Beispiel kosten. Wenn die ausgestellt sind, kosten sie nichts. Wenn sie an sind, kosten sie minus 8. Und wenn sie auf den doppelten Radius gestellt sind, kosten sie auch das Doppelte. Also das ist ganz normal, genau wie, glaube ich, auch beim Generator. Stufe 1 kostet die Hälfte von dem, was Stufe 2 kostet. Und dann geht es immer um 100% nochmal hoch. Also, ja, ist nicht günstig. Aber na gut. Oh, der Overdrive hält ja für immer und ewig. Da bin ich so ein bisschen begeistert gerade. Der könnte sogar die gesamte Zeit durchreichen, vielleicht. Mal schauen. Lass mal weiterlaufen. Und erforschen direkt das nächste. Wir nutzen jetzt die Zeit. Und ja, den könnten wir natürlich erforschen. Das wäre natürlich gut. Wir brauchen dringender den Mauerbohrer. Den möchte ich jetzt bald bauen. Weil sobald hier der Wald weg ist, brauchen wir den Mauerbohrer. Und den müssen wir dann hier unten platzieren. Man kann das schon mal nachgucken, indem wir hier auf das Sägewerk gucken. Und dann sehen wir hier schon, da sind zwei so Holzplätze. Und da können wir den dann wahrscheinlich hinbauen, nehme ich jetzt mal an. Wir werden sehen, ob das auch so ist. Aber da müssen wir auf jeden Fall dann auch wieder neue Dampfzentren aufbauen. Da gibt es dann wieder viel zu tun. Gut. Sieht doch jetzt nicht komplett verkehrt aus. Also die Leute sind eigentlich ganz zufrieden. Wir haben immer noch 6 Kranke. Da ändert sich nicht wirklich viel. Die werden hier oben versorgt in der einen Sanitätsstation. Die andere ist gerade gar nicht besetzt. Sollen wir so ein bisschen schneller laufen. Momentan ist alles entspannt. Da fehlen einige Arbeiter hier in dieser Kohlemine. Okay, das ist schon wieder zu Ende für heute. Gut. Da sieht es so aus, als hätten wir genug Nahrung. Die essen gerade gar nicht so viel. Das ist natürlich auch gut. Die sind sehr sparsam aus irgendeinem Grund, obwohl es so kalt ist. Wir haben auf jeden Fall genug Nahrung. Wir haben sehr gut für Nahrung gesorgt. Die Jäger waren klasse. Gute Arbeit. Vielleicht sollten wir langsam auch ein bisschen mehr Nahrung lagern. Möglicherweise noch ein extra Nahrungslager dazu bauen. Das geht ja auch. Weil es schon sehr wichtig ist, dass wir hier auch die Nahrungsvorräte halten können. Wir können mal gucken beim Archiv, was das kostet. Das könnten wir jetzt bauen. Wir könnten das Archiv aufbauen. Dann hätten die Leute wieder mehr Hoffnung, ne? Boah, wo sollen wir das denn hinstellen? Das ist gewaltig. Alter Schwede, also da brauchen wir, glaube ich, ein eigenes Dampfzentrum für. Möglicherweise stellen wir das dann hier mit dem Holzbohrer irgendwo hin. Das könnte funktionieren.
Wir haben jetzt die Ressourcen. Wir nutzen die erstmal wieder zum Forschen. Und sobald es dann soweit ist, wenn wir die Hoffnung brauchen, dann machen wir das, denke ich. Gut. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Okay, wird nicht ganz reichen. Ja, also es wird wahrscheinlich so die Hälfte bis... ja, einen halben Tag? Vielleicht den halben Tag in der nächsten Wave reichen? Ich denke, das war leichtsinnig, das jetzt laufen zu lassen, ehrlich gesagt. Wir brauchen wahrscheinlich den Overdrive für die minus 120 Grad. Aber ganz ehrlich, ist ja jetzt schon ein Riesenproblem. Also, ich bin überfragt, was man da am besten macht. Tja. Wir können dann eigentlich nur noch die Heizung anstellen und beten. Genug Kohle haben wir? 1700. Wir haben keine Kranken mehr, die sind jetzt endlich versorgt. Das ist wirklich wunderbar. Ich denke, wir nehmen hier jetzt die Leute raus und schalten das ab. So. Keine. Die setzen wir hier noch mit rein in die Sammelstation. Ich denke, wir werden die Kohle brauchen für die ganzen Heizkörper. Oh, ich bin so gespannt. Minus 120 Grad. Da geht's auch schon los. Ja. Gut, jetzt ist die Frage, was wir machen, ne? Wir können die Kohleminen überhaupt nicht mehr heizen. Da würde ich fast die Leute rausnehmen. Die Sammelstellen sind nur sehr kalt. Also das ist immer noch... das ist immer noch besser, ganz ehrlich. Wir haben ja noch nicht mal die Heizkörper an, ne? Was tun wir, wenn wir den Heizkörper anmachen? Es wird wahrscheinlich trotzdem eiskalt sein. Okay. Da geht's wieder an. Ich bin echt überfragt, was tun. Die nehmen wir mal raus. Die ist sowieso geheizt. Wir heizen das einfach jetzt und dann können die weiterarbeiten. Wir gehen mal kurz auf Pause. Das hier. Ah, wieso sind denn die nicht ganz kalt? Und das ist eiskalt. Ach, nach außen hin wird es automatisch kälter, wie es aussieht. Was machen wir mit den armen Leuten? Wir müssen nochmal die Hoffnung nach unten treiben, indem wir hier gar keine mehr drin haben. Boah, das können wir eigentlich nicht machen, ne? Aber ich will auch nicht, dass die uns wegsterben, ganz ehrlich. Ich lass mal eine Wache noch hier drin, weil ich Angst habe, dass da sonst was passiert, ganz ehrlich. Weil sonst kommen wir wieder auf Null. Das machen wir aus. Den haben wir ja schon weggeschickt. Boah, das sind echt Einschnitte jetzt. Minus 20, minus 120 Grad. Minus 120, sowas nimmt man sonst gar nicht in den Mund. Wir wären minus 20 schon deutlich zu viel eigentlich. Oder zu wenig. ja, wir müssen das hier alles heizen, es geht nicht anders. Das muss geheizt werden. Die hier kann man, glaube ich, nicht heizen. Doch, die sind kühl. Tatsächlich. Wir könnten einfach alles hochheizen. Uns durchziehen. Machen wir das, oder? Das ist sehr kalt, das müssen wir auch heizen. Jetzt ist das alles beheizt. Da ist jemand drin, den nehmen wir da raus. Und dann brauchen wir das nicht zu heizen. Wir müssen eine Sanitätsstation heizen. Die brauchen wir nicht zu heizen, da ist eh keiner drin. Das Ding heizt sich auch, so viel kostet das jetzt nicht, das weiter forschen zu lassen. Und dann sollte das jetzt wieder funktionieren alles. Das ist sehr kalt, obwohl es geheizt ist. Da haben wir wieder ein Heizkörperproblem aus irgendeinem Grund. Das ist immer so eine Geschichte mit den Heizkörpern. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem irgendwie. Manche Heizkörper scheinen irgendwie nicht immer zu funktionieren. Okay, also wir müssen dann auch unbedingt die Stadt upgraden. Die Häuser hier alle in die Mitte dazustellen. Wahrscheinlich den nächsten Kreis hier freischalten. Also praktisch den Verbrauch wieder steigern auf die nächste Stufe. Das wäre schon wichtig, damit die Häuser auch alle den Bonus bekommen von den Wachtürmen. Wie sieht's denn aus jetzt? Können wir so überleben? Kohleverbrauch? Wow! Wir haben den Kohleverbrauch extrem nach unten getrieben. Wir können uns das sogar leisten. Gut, wir haben hier jetzt auch fast 40 Leute, die noch extra Kohle sammeln, die sie sonst nicht tun, ne? Also ist nicht nur der Verbrauch, sondern... es sind auch die vielen Sammler, die wir haben. Ist klar.
Gut, ich glaube, wir kommen so über die Runden. Wir haben immer noch keinen Kranken. Wir wollen natürlich alles perfekt überleben. Sieht ganz gut aus. Wir können gleich wieder neu forschen. Da gucken wir jetzt direkt mal, was wir machen. Stahlwerk wäre natürlich cool. Das kostet natürlich wieder... Das kostet kein Dampfkern. Dann sollten wir das tun, ja, damit wir genug Stahl haben. Wir sollten aber auch den okay, der Mauerbohrer hat das Upgrade kostet. Dampfkerne. Wir gehen mal auf das nächste Stahlwerk. Das spart natürlich dann auch wieder Ausrüstung für fliegende Jäger. Das ist noch wichtiger. Das bringt uns mehr Nahrung durch die Jäger. Das machen wir. Okay, es wird jetzt zunehmend unentspannt. Wir haben jetzt einen, der ist schwer krank. Wir haben einen neuen Amputierten. Und wir haben auch wieder ein paar Kranke dazu bekommen. Die hier wollen irgendwas von uns. Da gucken wir mal, was die wollen. Verlust eines Körperteils. Okay, ja. Yeah. Es ist so kalt hier draußen, dass die Leute Frostbeulen kriegen. Und wir müssen wahrscheinlich gleich den Overdrive abstellen. Und jetzt wird es dann richtig spannend. Wir lassen nochmal ein bisschen schneller laufen. Bis zur letzten Sekunde sozusagen. Und jetzt schalte ich den wieder ab. Kein weiteres Risiko eingehen. Wir gucken mal, wie sich die Temperaturen entwickeln. Wir sind jetzt bei minus 120 Grad und ja, wir müssen jedes einzelne Haus heizen. Können wir aber nicht. Die können ja nicht geheizt werden. Das sind ja Häuser. Dann können wir die Leute direkt weiter arbeiten lassen, weil es am Arbeitsplatz fast wärmer ist als in ihren Wohnhäusern. Was natürlich nicht optimal ist, was wir aber auch nicht ändern können. Wir haben den nämlich schon komplett abgegradet, soweit ich weiß. Neuer Hausentwurf. Wir könnten die Häuser noch upgraden. Das können wir uns... Das hätte ich fast machen müssen. Gut, also ich denke, wir haben hier... Ich habe zwei Fehler begangen. Also ich hätte erstmal den Overdrive erst zum zweiten Unwetter einschalten sollen und nicht schon vorher. Das wäre einfach klüger gewesen. Und ich hätte auch die Häuser upgraden sollen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir da durchkommen. Es ist jetzt in den Häusern sehr kalt, also es ist nicht eiskalt. Aber das sieht natürlich schon ziemlich schlecht aus jetzt. Können wir irgendwo noch Heizung anmachen? Im Pflegeheim. Wir heizen jetzt einfach mal alles. Wir haben ja genug Kohle. Das heißt, wir heizen einfach mal alles hoch, wo irgendwie Leute drin sind. Alles, was irgendwie im Betrieb ist. Möglicherweise wirkt sich das irgendwie positiv dann auf die anderen Gebäude so ein bisschen mit aus. So die Hoffnung. Wir werden sehen. Das sieht gar nicht gut aus. Eiskalt. Jetzt müssen die natürlich eine kalte Nacht durchschlafen, bis es dann am nächsten Morgen richtig warm wird. Und dann können wir uns ein bisschen erholen. Da wird es dann wieder ein bisschen kühler, aber das ist alles super easy. Es geht jetzt um 6 Stufen wieder hoch danach. Aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen aushalten. Aber bis jetzt kommen sie relativ gut klar damit. Also, wir hatten jetzt einen Schwerkranken. Und einen, ja, der musste direkt amputiert werden, ne? Der Schwerkranke. Oh je. Die armen Leute bei minus 120 Grad. Oh. Nochmal Frostbeulen. Jetzt geht's hoch. Jetzt werden sie alle krank. Ja, jetzt haben wir schon 16. Oh, nicht gut. Wir nehmen hier mal irgendwo so ein paar Ingenieure raus. Da ist einer. Und da haben wir niemanden. Ich brauche Ingenieure, bitte. Haben wir irgendwo sowas? Da haben wir Ingenieure. So. Die senden wir alle hier in die Sanitätsstation. Weiter geht's. Ihr müsst nicht mal lange durchhalten. Wir haben es gleich geschafft. Die Unzufriedenheit steigt. Aufstehen, Knechte. Sinnlose Mühen. Was? Willst du nicht überleben? Wow. Wir haben es geschafft. Wow. Jetzt ist es richtig warm. Wir sind... Noch nicht, ne? Wir müssen kurz laufen lassen, dass es warm wird. Ja, es wird jetzt richtig warm. Oh mein Gott, das war echt ganz schön knapp alles. Wir machen überall die Heizungen aus. Und dann gucken wir mal, wie wir das machen können. Ich denke, wir können wieder zurück auf Stufe 2 oder so gehen.
die Sammler hier, die können wir eigentlich mal direkt aktivieren. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen ja keine Kohle mehr. Aber so, die schicken wir alle raus. Wir schicken sofort wieder Expedition los. Auf der Stelle. Das ist wie immer das Wichtigste. Heizungen alle ausstellen. Gut, die können wir mal anlassen. Die Minen brauchen ja mal ihre Heizungen scheinbar. Okay. Dann nehmen wir den Generator, stellen den zurück auf Dampfstufe 2. Und das müsste reichen. Kühl. Flauschig warm und kühl in den anderen Anlagen. Okay. Da ist nichts mehr los. Die sind alle nach Hause gegangen. Das machen wir wieder an. Wir brauchen dringend Holz. Mehr Holz. Wow. Sieht so aus, als hätten wir das überstanden. Super nice. Wir schicken sofort wieder Leute los, wie gesagt. Wir haben jetzt ein Schneefeld. Ein aufgewühltes Schneefeld. Einen zugefrorenen Fluss. Und einen felsigen Abhang. Beim Abhang ist es wahrscheinlich gefährlich. Das aufgewühlte Schneefeld ist verdächtig. Da ist auf jeden Fall irgendwas los, was wir uns anschauen müssen. Wir wollen noch mehr Leute. Bam. Jetzt ist die Frage, zugefrorener Fluss oder felsiger Abhang? Also, ein zugefrorener Fluss klingt für mich nicht interessant. Ein felsiger Abhang vielleicht schon eher. Das ist zwar gefährlich, aber da, wo Gefahr lauert, da gibt es auch immer was zu holen meistens, ne? Also gehen wir da einfach mal hin. Gut, die sind wieder unterwegs. Und der Dreadnought ist nicht mehr da. Also das Relikt hätten wir mitnehmen müssen. Das heißt, man hat da wirklich nur die eine Chance. Nach dem Sturm sind die Dreadnoughts dann wieder weg. Das ist ein bisschen traurig. Möglicherweise hätten wir da was riskieren sollen, um unser Archiv dann mit so ein paar schönen Sachen auszustatten. Mit so ein paar Relikten. Das Archiv kostet 400 Holz. Also da müssen wir erst wieder so ein bisschen Holz sammeln. Stahl sieht gut aus. Das ist schon mal eine schöne Nachricht. Wir haben 6 Leute, die nichts zu tun haben. Die schicken wir mal direkt hier rein. So. So. Dann machen wir die Kohlevorräte voll. Und dann müssen wir direkt mal gucken, was wir mit den ganzen Leuten, die wir jetzt haben, überhaupt machen sollen, ne? Wir haben ja jetzt immer noch einige Leute da. Wir brauchen die Fabrik, ganz klar. Wir brauchen auch den Mauerbohrer. Den könnten wir zum Beispiel hier hinstellen. Das werde ich auch machen, denke ich. Obwohl, wir bauen den, glaube ich, hier hin. Ja, ich habe einen Plan. Wir bauen den hier hin, weil wir ja auch das Archiv brauchen. Und für das Archiv brauchen wir unglaublich viel Platz. Können wir hier eine Straße bauen? Irgendwie sinnvoll. Nicht so wirklich. Könnten von hier aus eine Straße bauen. Ja, wir brauchen hier schon irgendwie eine Verbindung zwischendrin. Ne? Wir könnten hier mal eine Straße rausbauen. So in der Art. Und ja, wollen wir die komplett rausbauen? Das ist die Frage. Könnte man natürlich machen. Wenn wir von hier, dann passt das perfekt. Oh, nee, das passt nicht perfekt. Das war nicht gewollt. Das hat sich da selbst korrigiert. Nehmen wir mal die Straße wieder raus. Und so. Die wollen wir nicht. Wir wollen die Straße ein bisschen anders. Und zwar wollen wir die Straße so. Ach, das dürfen wir gar nicht, ne? Dann drehen wir mal die Kamera, dass wir so ein bisschen mehr sehen. Da dürfen wir nicht bauen, weil... Doch, dürfen wir. Wir haben jetzt ein bisschen von den Bäumen ein bisschen was abgerissen, glaube ich. Aber ich denke nicht, dass wir die Bäume abbauen werden, weil wir da extra wieder Gebäude hinstellen müssten. Und wir bauen stattdessen lieber diesen Mauerbohrer. Der holt uns Holz aus der Wand. Und dann brauchen wir gar keine Baumstämme mehr abzubauen. So sollte das funktionieren. Gut, das Archiv können wir dann hier drunter stellen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil wir nicht genug Holz haben, uns das anzuschauen. Wir haben jetzt noch einen Dampfkern. Den würde ich fast für das Krankenhaus verwenden, damit nie wieder Leute amputiert werden müssen. So die Hoffnung. Ob das funktioniert, wir werden sehen. Wir brauchen halt auch die Fabrik, ne? Vielleicht ist die Fabrik fast wichtiger. Da könnten wir nämlich auch Prothesen herstellen. Die Fabrik. Was ist denn, wenn wir die Fabrik mit hier hinstellen? Wir könnten die Fabrik so mit dazu bauen. Sowas in der Art. Ich denke, wir machen das auch. Stellen wir die mal hier hin, dass wir auf jeden Fall genug Platz fürs Archiv haben. Das würde ich dann hier hin platzieren. Und da brauchen wir noch ein bisschen Straße. So, wir können die Straße auch direkt durchbauen eigentlich, wenn wir eh schon dabei sind. Machen wir das so. Dann ist das auch alles verbunden.
und sollte laufen. Gut, Kohle ist gleich voll. Dann können wir die Leute wieder zum Jagen schicken zum Beispiel. Es gibt ja so viel zu tun. Da haben wir gar keinen Stress. Es gibt immer was zu tun bei uns. Okidoki. Ihr kommt jetzt direkt mal zum Jagen, hätte ich gesagt. Und das Leben geht weiter. Die wollen schon wieder irgendwas. Und wir haben jetzt die Tierwanderung. Das heißt, wir haben keine Tiere mehr in der Gegend und die Jäger bringen keine Nahrung mehr nach Hause. Beziehungsweise nur noch 10%, 90% weniger. Ich habe also die Jäger alle nach Hause geschickt und wir haben jetzt hier 10 Kinder im Treibhaus. Die Gartenarbeit können die Kinder, denke ich, machen. Dafür haben wir das ja mal eingeteilt irgendwann, dass die arbeiten dürfen. Wir können das Gesetz nicht mehr zurücknehmen. Ich würde es sonst machen ganz gerne, aber alle Gesetze, die verabschiedet sind, kann man wohl nicht mehr zurücknehmen, so wie ich das verstanden habe. Wir haben hier die Kinderarbeit verabschiedet und die wird uns jetzt wohl auch bleiben. Das heißt, wir machen da das Beste draus und schicken die Kinder in ein schön warmes, gut geheiztes Gewächshaus. Da soll es ihnen auf jeden Fall am besten gehen. Da wäre ich jetzt auch gern. Okay, und hier haben wir jetzt den Mauerbohrer, der sorgt für Holz. Wir haben jetzt 400 Holz, das heißt, wir könnten theoretisch das Archiv bauen, was wir auch gleich mal machen können. Wir haben außerdem die Fabrik stehen. In der Fabrik können wir jetzt gleich was bauen. Moment, wir müssen mal kurz gucken, was die hier wollen. Weniger Leid. Der möchte die radikalen Behandlung verbessern, der Arzt. Okay, der war Feldchirurg in einem Krieg, in dem Burenkrieg. Und ja, der kennt sich auf jeden Fall aus mit Amputationen und so einem Zeug. Wir geben dem mal, was er will, was auch immer er will. Man weiß es nicht. Und der wird dann hoffentlich die ganze Geschichte so ein bisschen verbessern. Wir haben nämlich schon 11 Amputierte. Das ist ein echtes Problem. Also Krankenhaus ist das nächste, was ich vielleicht bauen werde dann. Wir können jetzt die Häuser upgraden. Das ist auch wichtig. Aber jetzt gerade keine Priorität, weil es nicht super kalt ist. Und hier können wir jetzt die Prothesen herstellen. Also wir können hier eine Prothese herstellen mit 10 Stahl. Wir haben jetzt 11 Leute, die nichts tun können. Ich denke, wenn wir Prothesen bauen, dann können die wieder was tun. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal 5 Stück. Das geht relativ schnell. Was? Irgendwas. Irgendwas war gerade. Na gut, also die fangen jetzt auf jeden Fall an. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ob die da normal mit arbeiten können. Ob die wie ein normaler, also wie ein vollfitter Mensch dann arbeiten können oder was. Wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall genug Kohle. Obwohl hier sämtliche Dampfzentren laufen aktuell. Haben wir hier jetzt ein neues am Laufen. Trotzdem kein Problem. Weil wir nur mit Dampfstufe 3 oder 2 sogar nur heizen. Also easy peasy. Gut, wir können das nächste erforschen. Das machen wir auch direkt. Und zwar die Jäger habe ich mal abgegradet. Und dann kam sofort das Event, dass die Jäger nichts mehr taugen. Also das hängt schon irgendwie zusammen. Wenn man viele Jäger hat, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass da so ein Event gegen die Jäger kommt. Wir könnten das Treibhaus upgraden. Das kostet aber Dampfkerne. Von dem her hilft uns das jetzt nicht viel weiter. Ansonsten wäre das ganz schön. Dann könnten wir nämlich die Kinder alle in den Treibhäusern arbeiten lassen. Dann hätten die Flecken, wo sie safe sind, wo es ihnen gut geht und wo sie was für die Gesellschaft tun können hier, ne? Können sie ein bisschen mithelfen. Und ja, Kinderarbeit ist auch nicht immer was Schlechtes. Und dann könnten wir jetzt noch, ja, was machen wir da als nächstes? Das Sägewerk brauchen wir eigentlich nicht upgraden, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ach, das ist das Stahlwerk, das wollten wir sowieso machen, ne? Könnt den Mauerbohrer upgraden, kostet wieder so einen Kern. Ich denke, oh, das wäre auch gut. Für einen Kohlegenerator. Den brauchen wir aber nur im absoluten Notfall. Also aktuell auch nicht so wichtig. Wir nehmen mal das Stahlwerk, upgraden das, damit hier die 10 Leute noch ein bisschen mehr Stahl ranholen. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben eigentlich genug Stahl, ne? Aber wir wollen ja die Effektivität hier, die Effizienz der Leute unbedingt erhöhen. Die warten schon. Wir haben hier eine beschädigte Pistenraupe gefunden. Also die sind schon so ein bisschen rumgelaufen, haben so ein paar Sachen gefunden. Die einen hier haben auch schon ein paar Ressourcen, bisschen Kohle, bisschen Essen, also nichts irgendwie wichtig, drastisch, Interessantes und so. Aber immerhin so ein bisschen was. Die Pistenraupe bringt wohl nur Stahl, das heißt, ja, die Dampfturbine ist explodiert, das bringt wohl leider nichts mehr. Gibt's keine Dampfkerne oder sowas. Wir haben einen Beutel mit Rohstoffen, also ein bisschen Eisen gefunden. Wir haben ein steinernes Schiff und wieder einen verschütteten Dreadnought, okay. Dann gehen wir mal zum Dreadnought und holen wieder so ein Relikt, hätte ich gesagt. Die werden wir wahrscheinlich irgendwann brauchen, ansonsten würden wir die nicht ständig finden. Okay, wir haben ja genug Ressourcen, um das dann auch zu erforschen. Ich muss gerade mal gucken, wir haben 13 Stunden Zeit. Wenn ich das Archiv jetzt baue, dann wird es wieder mit den Ressourcen ein bisschen eng, ne?
Hoffnung ist akzeptabel, deswegen werde ich das Archiv jetzt nochmal kurz warten lassen. Die wollen schon wieder was? Ein weiterer Koloss, okay, der nächste Dreadnought. Das wissen wir schon. Gut. Ja, ansonsten gibt es jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Wir haben zu viele Kinder, die sammeln zu viel Kohle. Wir können gar nicht so viel Kohle verheizen. Das heißt, wir könnten eigentlich den Generator 1 hochdrehen. Dann haben die Leute es einfach ein bisschen wärmer. Ist ja nicht verkehrt. Machen wir so ein paar Heizungen aus oder so. Spart dann wieder ein bisschen was in der Richtung. Ja, dann müsste es hier theoretisch ein bisschen wärmer werden. Das ist kühl. Ja, das ist angenehmer. Dann haben wir auf jeden Fall keine Leute mehr, die krank werden. Also hier kann wirklich keiner krank werden. Und ich denke, wir können uns das leisten, ne? Ja. Wir haben immer noch ein bisschen Plus. Jeden Monat. Oder jeden Tag. Jeden Tag ein bisschen Kohle Plus. Also das sollte funktionieren. Wie sieht es denn mit den Prothesen jetzt aus hier? Wir haben noch keine, ne? Die sollten jetzt aber... Gut, wir haben 22 Uhr. Die sollten morgen Prothesen herstellen. Und dann werden hoffentlich unsere amputierten Leute hier mithelfen können. Okay, Unzufriedenheit geht auch runter. Perfekt. Bäm. Die sind beim Dreadnought. Den erforschen wir direkt mal. Und wir nehmen kein Risiko in Kauf, sondern wir erkunden sicher mit 100 Holz und 50 Stahl. Wir wollen auf keinen Fall Leute verlieren, das ist das Wichtigste. Okay, wir haben es erkundet. Und... wir haben wahrscheinlich wieder so einen Kern gefunden oder so, nehme ich mal an. Das wird immer nicht so ganz angezeigt. Ja, wir haben so ein Notiz zu den Baracken. What? Also wir sollten jetzt wieder so ein Relikt gefunden haben. Die gehen jetzt direkt nach Hause und wir können die auch nicht irgendwo anders hinschicken. Das heißt, wir warten ab, bis die nach Hause kommen. Die sollten auch gleich ankommen. Das dauert auch nur noch eine Stunde. Das sieht ganz gut aus. Mal gucken, was es da so zu sehen gibt. Und hier sollten jetzt gleich die ersten Prothesen fertig werden. Die erste. Und... bam! Prothese ist fertig. Speer sind angekommen. Dann gehen wir mal hin. Das ist eine Radiostation. Da gibt es auch noch Kohle und Stahl. Das ist ja nicht so spannend. Ich meine, Stahl ist gut, aber... Steinkreis, karge Senke. Gehen wir mal zur kargen Senke, oder? Ich denke. Gehen wir da mal hin. Dauert 20 Stunden. Die sind ja gerade auf dem Rückweg. Wir könnten auch erforschen, dass wir einen dritten Trupp losschicken. Ich hätte aber gerne, ehrlich gesagt, ein paar mehr Leute dafür. Also hier könnten wir zusätzliche Speer erforschen. Das wäre dann der dritte Trupp. Rationalisierte Prothesen. Die kosten weniger Stahl. Die kosten die Hälfte. Oh, das hätten wir vorher wissen müssen. Ich denke, wir... wir müssen auch erstmal gucken, was die bringen, bevor wir da mehr herstellen. Das heißt, wir machen mal die noch fertig und die anderen bauen wir jetzt doch noch nicht. Gut. Holz kriegen wir jetzt gerade wieder was dazu. Das heißt, wir können bald die Archive bauen. Gucken wir nochmal hier, was wir da erforschen können. Wir könnten jetzt... boah, da gibt es auch wieder so viel zu tun. Ja, dann geht es natürlich an diese Automatone. Die kosten aber Dampfkerne. Das heißt, wir können uns die erstmal nicht leisten. Wir können die vergünstigen. Also hier können wir sie verbessern. Effizienz wird erhöht. Wir können die rationalisieren. Das heißt, die sind günstiger herzustellen. Aber... boah. Medizinische Automatone. Also diese... das sind praktisch Roboter, die wohl alles machen können. So klingt das. Das Problem bei der Sache... ist, dass die Dampfkerne kosten. Ansonsten wäre das echt eine schöne Geschichte. Also da können wir uns ein bisschen Zeit lassen mit dem Erforschen. Die Prothesen können wir natürlich noch ein bisschen günstiger machen. Das ist nicht verkehrt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was überhaupt mit den Prothesen passiert. Wir haben ja jetzt 2 Stück. Wir haben aber immer noch 11 Leute, die amputiert sind. Und erhält eine Prothese. Zu Hause! Also die meisten sind im Pflegeheim. Aber die, die eine Prothese bekommen, die arbeiten wahrscheinlich wieder. Der ist nämlich zu Hause. Also ich denke, der wird wieder normal arbeiten. Wir haben auch 8, 9 Leute, die nichts tun. Und wir haben eine neue Errungenschaft. Der nächste Sturm kommt. Oh nee. Das sind also... es geht wieder bis minus 100. Dann wird wahrscheinlich der übernächste Sturm wieder bei minus 120 landen, oder? Wir werden sehen.
Gut, da haben wir schon wieder tolle Aussichten. Können wir nicht ändern. Wir nehmen die da erstmal raus. Sollten wir die rausnehmen? Eigentlich nicht. Eigentlich sollten die weiter Prothesen herstellen. Ich erforsche das erstmal, dass die Prothesen günstiger sind und dann stellen wir die Leute da wieder ein. Wir bauen jetzt sofort das Archiv. Das ist riesengroß und passt hier ziemlich genau hin. Das heißt, wir bauen das da jetzt auch einfach hin. Ungefähr so. Dann gucken wir mal, wie das da alles weiterläuft. Was machen wir denn als nächstes? Ich denke, wir erhöhen den Radius jetzt erstmal nicht, solange wir keine neuen Leute dazu bekommen. Wenn wir mehr Leute dazu bekommen, gehe ich in den nächsten Radius. Dann wird es kohletechnisch auch alles wieder ein bisschen teurer. Aber solange wir nicht müssen, machen wir das nicht. Das kostet uns dann einfach nicht so viele Arbeitskräfte zum Kohle sammeln. Das ist natürlich auch ganz günstig. Kohle geht ein bisschen runter. Also ich habe da viele Leute abgezogen. Aber ich denke, das sollte alles safe sein und gut laufen. Okidoki. Sieht doch super aus. Was wollt ihr denn? Weniger Amputationen. Super gut. Der Arzt war erfolgreich. Der hat eine neue Methode ausprobiert. Und von jetzt an sollten wir weniger Amputationen haben. Solange wir kein Krankenhaus haben, ist das für uns wirklich wichtig. Ich habe unseren Leuten hier mal so einen schönen kleinen Wintergarten gebaut. Der ist wohl irgendwie mit Dampf beheizt, aber nicht so wirklich warm. Also man muss den schon warm halten. Man muss den mit der Heizung heizen, sonst funktioniert der nicht. Trotz dem, der hier in dem Dampfzentrumsradius liegt. Das musste ich auch hochdrehen. Also kostet ein bisschen Ressourcen. Aber ich denke, unsere Leute sind uns das wert, ne? Ich hoffe, die freuen sich so ein bisschen. Ups, die Speer sind angekommen. Müssen wir direkt mal schauen, was die so finden hier. Karge Senke erforschen. Arbeiter Außenposten. Oh. Macht weiter. Arbeiter Außenposten? Wie weit? Das ist nicht weit. Das sind 9 Stunden, das machen wir. Go, go, go. Das gibt wieder Dampfkerne. Ich hoffe, das sind wieder 3 Dampfkerne für uns. Das wäre ein riesen Upgrade. Also, die gibt es, glaube ich, nur an den Arbeiter Außenposten bis jetzt. Da gibt es noch einen Dreadnought, das hat keine Priorität. Wir haben jetzt schon 2 ausgegraben. Unsere anderen Leute sind schon wieder zu Hause gewesen. Die habe ich kurz hier losgeschickt zum zugefrorenen Fluss. Die können nicht mehr viel machen, weil ja bald schon wieder der Sturm aufzieht. Aber das sollte auf jeden Fall noch drin sein. So, die wollen jetzt alles Mögliche. Wir haben hier jetzt endlich dieses Archiv aufgebaut. Können mal pausieren, dann wollen die nicht so viel. Und da sind jetzt diese Relikte drin, die wir gefunden haben. Also hier haben wir eine Notiz zu den Baracken. Und ja, also das sind wohl typisch englische Baracken hier, wie die irgendwann mal in London standen, aus Wellblech und so, ganz interessant. Also so ein paar Informationen einfach zu unseren Leuten, woher wir eigentlich kommen und so. Die Qual des Ingenieurs, verworfene Automaton-Entwürfe, okay. Das sind wohl so die ersten Blueprints zu den Automatonen. Ich hoffe mal, wir kriegen das besser hin als die damals. Ja, der Schwerpunkt ist zu hoch. Die 2 Beine können ihn nicht tragen. Und die Hände sind auch nicht so toll. Also die funktionieren noch nicht so toll. Gut, ist ganz interessant. So ein bisschen Geschichte hier zum Spiel. Und die Archive sind jetzt fertig. Das wissen wir. Das sehen wir ja. Die haben uns schon angeguckt. Das ragt in den Himmel und ist überall aus der Stadt gut zu sehen. Alles klar. Ja, also das sollte wieder so ein bisschen für Hoffnung sorgen. So ist meine Hoffnung. Guter Anfang. Hoffnung ist überhaupt nicht hochgegangen. Also ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Mal schauen, ob die da irgendwie hingehen oder so. Die haben sich scheinbar über den Garten gefreut. Da hat jemand gemeint, ja, da müssen wir unbedingt hingehen und sich das anschauen. Ein weiterer Koloss. Gut, haben wir gesehen. Also ich hoffe, dass der Garten und das Archiv die Leute so ein bisschen hoffnungsvoller machen. Ich bin ehrlich gesagt sehr hoffnungsvoll. Für mich sieht es so aus, als könnte das Ganze funktionieren. Möglicherweise können wir hier wirklich noch über längere Zeit überleben. Ich dachte, das wäre so ein bisschen ein Spiel, was ziemlich schnell endet. Aber wenn man das richtig macht, dann können wir hier, glaube ich, überleben. Ich darf nur nichts verplanen und verbocken. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt wird es natürlich wieder kalt. Also es wird wieder auf minus 120 gehen, früher oder später. Da werden wir uns diesmal schön den Overdrive aufheben. Dann sollten wir das auch ganz gut überleben können. Jetzt sind wir hier schon wieder bei kalt. Und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich da wieder alles aufdrehe.
Wir müssen jetzt natürlich gucken. Wir haben sehr viele neue Dampfzentren stehen. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Das kostet alles zusätzliche Kohle. Da müssen wir uns überlegen, was wir alles abschalten. Wir müssen auf jeden Fall viele Sachen abschalten, damit das hier funktionieren kann. Damit wir das bei minus 120 Grad heizen können. Oh, das kostet ziemlich viel Zeit, das hier zu erforschen. Das machen wir jetzt. Gut, dann bauen wir noch ein paar Prothesen. Dann sollten wir auch wieder ordentlich Leute haben. Uns fehlen noch 9 Prothesen. Die baue ich aber erst, wenn wir das erforscht haben, dass die günstiger sind. Dann können wir noch so ein bisschen was sparen. Das ist auch immer wichtig. Die Jungs bringen ja ein paar Ressourcen nach Hause. Das wird uns auch wieder so ein bisschen weiterhelfen. Und dann geht's auf in Richtung der nächsten Stürme. Aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich. Also ich denke, wir können Nyhopia durch die Zeit retten. Und unsere Stadt wird noch ordentlich wachsen und gedeihen. Okidoki, damit machen wir aber Schluss für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode Frostpunk. Bis dann, tschüss.